Ja, warum wir am Arsch sind. In diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Grundlagen es sind, welche Grundzusammenhänge, warum ein Crash, die Enteignung der Menschen unausweichlich ist. Und möchte dir auch in diesem Video, am Ende dieses Videos, Lösungsvorschläge geben, wie wir uns schützen können. Erstmal herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn du keine Videos mehr verpassen willst, wo es um den Eigentumsschutz geht, den Inflationsschutz, den Schutz deiner Ersparnisse, deines Vermögens, dann abonniere diesen Kanal und abonniere unseren Telegram-Kanal, denn dort werden wir exklusive Bloomberg-Grafiken auch mit dir teilen. Ja, lass uns starten. Warum sind wir am Arsch? Die Inflation in der EU und der amerikanischen Volkswirtschaft. Wir haben aktuell eine Inflation von realistisch, also nicht offiziell, sondern von realistisch wahrscheinlich 15 bis 20%. Warum habe ich diese zwei Regionen hier aufgeschrieben? Man muss sich eines bewusst sein, und das ist jetzt eine Grundlage. Wir haben immer noch einen Weltdollar, eine Dollarleitwährung, und das ist der US-Dollar. Jede andere Währung auf der Welt, bis auf den Rubel, sind im Grunde nichts anderes wie Ableger des US-Dollars. Und es gibt ein großes Problem, ein systemisches Problem, und wir müssen es immer wieder wiederholen. Unsere Wirtschaftsexperten in Funk und Fernsehen erzählen uns den ganzen Tag Dinge, Blendgranaten, die uns davon ablenken, dass wir ein System haben, das grundsätzlich inflationär ist. Nämlich, wir haben ein System, in dem die Geldmenge, das ist quasi die Geldmenge, exponentiell ansteigen muss durch Zins und Zinseszins. Das bedeutet, wenn ich quasi ich nenne das jetzt mal, schauen wir mal hier, eine Wirtschaftsproduktion habe, die immer langsamer steigt, dass ich hier quasi der Wert der Währung im Laufe der Zeit abnimmt. Konkret bedeutet es, wir nehmen jetzt mal Gold, und die Werthaltigkeit von Gold ist immer gleich. Und das wissen wir, weil wir zum Beispiel im alten Rom eine hochwertige Toga, also eine Männertoga, für eine Unze Gold bekommen haben. Also eine Unze Gold. Einen hochwertigen Herrenanzug 1929 haben wir für eine Unze Gold bekommen, und auch heute bei einem Goldpreis von, ich sage jetzt mal, 1700 Euro, ja, grob, bekomme ich einen hochwertigen Herrenanzug. Das heißt, auch am Anfang hätte ich quasi für diesen Betrag einen hochwertigen Herrenanzug bekommen, wenn ich ihn in beispielsweise Euro oder US-Dollar gezahlt hätte. Nur das Problem ist, dass diese Währung im Laufe der Zeit an Kaufkraft verliert, und das exponentiell. Und das ist ein Systemthema, was mathematisch begründet ist. Hier gibt es keine Wirtschaftsexperten, die das schönreden könnten oder die andere Lösungen hätten. Das ist das Problem, warum jede Währung inflationiert. Das heißt, alle 25 bis 30 Jahre gehen Währungssysteme, Währungen kaputt, werden ersetzt durch neue, durch Währungsreform, und davor ist meistens eine Inflation. Das heißt, in der Regel haben wir Inflation und dann haben wir Reform, eine Währungsreform. Das ist historisch das Normalste der Welt. Wir müssen uns klar sein, das ist komplett normal. Das passiert alle Jahre. Jetzt gibt es eine Frage: Der US-Dollar ist eigentlich eine der ältesten Währungen. Warum gibt es den US-Dollar seit ungefähr 200 Jahren? Dafür gibt es einen Grund. Und den schauen wir uns kurz nochmal an. Wir müssen es verstehen, um diese Tragweite auch dieses Ukraine-Kriegs, dieses Kriegs Russland gegen Amerika zu verstehen. Wenn ich eine Menge an Waren und Dienstleistungen habe und dem gegenüber eine gleiche Menge an Geld, dann heißt das, dass ich ein Preisgleichgewicht habe, also eine Inflation, die im Grunde bei Null ist. Das ist ein Preisgleichgewicht. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, ich habe auf einmal eine Währung,
die massiv, wir tragen das nach unten ab, ausgeweitet wird. Also es gibt immer mehr. Mehr an dieser Währung. Und ich habe aber nach wie vor das gleiche Angebot wie davor. Dann heißt es, dass die Preise hier immer teurer werden. Wir haben das vorher schon, aber das ist jetzt für den US-Dollar extrem wichtig. Denn wir haben ja eine Entwicklung beim US-Dollar, und das seit Beginn der Geschichte, dass er eigentlich komplett vor dem Zusammensturz schon nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg war. Die Frage ist, wie lange hat das denn so lange geschafft? Und das schafft man, indem ich quasi nicht nur die Geldmenge steigere, sondern auch die Waren und Dienstleistungen, die in US-Dollar gehandelt werden. Du siehst hier, der Unterschied bleibt einigermaßen gleich. Das führt dazu, dass der US-Dollar durch das, dass quasi immer mehr Waren und Dienstleistungen in US-Dollar gefördert worden sind oder in US-Dollar fakturiert worden sind, das hat im Grunde der Tatsache quasi Schuldigkeit getan, dass immer mehr Geld im System war. Die Amerikaner haben schon immer sehr viel Geld gedruckt, und das, was hier passiert ist, quasi, dass mehr Waren und Dienstleistungen im Laufe der Zeit über Dollar abgerechnet wurden, das hat die US-Volkswirtschaft einigermaßen stabilisiert, auch wenn die Schulden natürlich so hoch sind wie noch nie. Was hat es mit dem Russland-Ukraine-Konflikt zu tun? Was jetzt passiert, oder wir müssen uns vorstellen, die Energieträger, Öl, Gas, aber auch Rohstoffe, Gold zum Beispiel, werden abgerechnet in US-Dollar. Und das seit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, jede Rohstoffbörse auf der Welt, ob das im Irak ist, in Libyen oder in Afghanistan, wenn die Öl, Gas oder Rohstoffe haben, werden die in US-Dollar fakturiert. Das heißt, wir brauchen mehr US-Dollar. Und das ist eigentlich ganz praktisch, weil wenn ich so und so mehr Dollar da habe und die dann quasi noch hier verwurschtel, dann habe ich ein relativ stabiles System. Was aber jetzt quasi Russland macht, ist ein Komplettangriff auf den US-Dollar. Was sagen die nämlich? Wir haben Öl, wir haben Gas, wir haben Rohstoffe, und früher war es so, dass wir die in US-Dollar bezahlt haben. Das hat dazu geführt, dass der US-Dollar stark geworden ist. Russland hat jetzt Folgendes gemacht: Die haben die Ölbörsen umgestellt. Das heißt, im Grunde wird in US-Dollar nichts mehr fakturiert, sondern in Rubel. So. Und daraus erkennen wir schon, dass es kein Wunder ist, dass der russische Rubel so stark ist. Wahrscheinlich die stärkste Währung aktuell. Denn nicht nur hier in Russland, sondern auch in anderen Ländern wird immer mehr in Rubel oder in den chinesischen Yuan gezahlt. Und das heißt natürlich, wenn wir zu unserer Anfangsgrafik wieder zurückgehen, ja, wenn wir hier die Geldmenge haben, der Amerikaner, und wir haben quasi immer, und jetzt haben wir hier, ist quasi die Entscheidung von Russland, weniger Rohstoffe, Energieträger quasi zu verkaufen, dann habe ich hier einen immer größer werdenden Unterschied. Und dieser Unterschied ist die Inflation. Und die Inflation ist die Entwertung des Geldes. Das heißt, aus 100.000, bei einer Inflation von 7%, habe ich quasi 7.000 Euro pro Jahr minus. Also hier minus. Minus, minus, minus. Pro Jahr verliere ich 7.000 Euro genau durch diesen Zusammenhang. Und da der US-Dollar und der Euro gemeinsam gekoppelt sind, indirekt, heißt es, dass das ganze System hier immer schneller divergiert, dass diese Spreizung immer weiter auseinandergeht. Ja, gehen wir mal weiter. Was sind denn noch Themen, die jetzt anstehen? Das nächste ist die Deindustrialisierung von Deutschland. So. Land. Es gibt hier ein interessantes Papier, das scheinbar geleakt wurde aus Amerika, die konkret sagt, Deutschland soll deindustrialisiert werden, weil wenn wir eine schwache US-Economy haben, also wenn die US-Economy nach unten geht, besteht die Gefahr, dass sich, und das ist ja die große Gefahr des Schachbretts, dass sich die
Deutschland und Russland verbünden. Trotz Sanktionen ist wahrscheinlich Russland in einer extrem stabilen Lage aktuell. Wir sprechen jetzt hier wieder von Geopolitik. Und wenn ich aber sage als US, ich mache Deutschland mehr oder weniger indirekt kaputt durch diese Politik, dann kann sich Deutschland und Russland nicht mehr verbünden und dementsprechend keinen alternativen Machtblock aufziehen. Man muss sich das einfach klar werden, die US-Amerikaner haben quasi kein Russland vor der Tür, sie haben keinen Krieg vor der Tür im Gegensatz zu uns. Was heißt das alles? Das heißt, wir haben hier das Gasthema. Ohne Gas bricht ein Großteil der Chemieindustrie, aber natürlich auch der Automobilindustrie weg. Dann das Problem Energie allgemein. Im Grunde, wenn wir zu einem Blackout kommen, dann ist im Grunde die ganze deutsche Wirtschaft für mehrere Tage am... Naja. Dann haben wir soziale Unruhen, die dadurch geschürt werden. Und das wird ja dann nicht einfach. Denn hier werden wir dann Themen haben wie, dass wir soziale Ungleichheit auch auffangen müssen. Und das ist im Grunde dann Enteignungen, die drohen. Enteignungen drohen, aber natürlich noch durch ganz andere Themen. Denn Deutschland ist ja nicht nur durch das industrialisiert worden, durch das Energie- und Gasthema, sondern die Zerstörung Deutschlands, des Wohlstands, findet ja schon lange statt. Hier können wir zum Beispiel den Euro nehmen. Auch beim Euro können wir zig verschiedene Themen nennen, die jetzt hier zu einer Schwächung der europäischen oder vor allem der deutschen Wirtschaft führen. Das sind die Target-2-Salden, ist der europäische Sicherungsmechanismus, der ESM und noch viele andere. Und natürlich, dass der Euro eine Währung ist, die für Deutsche angestellt ungefähr 25% zu niedrig ist. Das heißt, die Deutschen bekommen im Grunde 25% zu wenig Kaufkraft. Das ist auch der Grund, warum der Euro auch Teuro genannt wurde. So, das heißt, wir haben den Euro, der hier einzahlt, wir haben das Gasthema und dann haben wir noch ein paar Haftungsthemen, denn durch die EZB, aber natürlich auch die ganze EU, ist als größter Zahler Deutschland in der Haftung für diese Dinge. Das heißt, wenn die EZB sich entscheidet, Griechenland, Italien aufzukaufen, mehr oder weniger, dann zahlt es im Endeffekt auch wieder Deutschland. Und dann haben wir noch Dinge, Haftungsthemen, die ich hier noch gar nicht groß nennen will, nämlich das Thema Marshallplan für Ukraine. Und dann haben wir noch so ein Thema, was oft im Zusammenhang mit dem Lastenausgleichsgesetz gebracht wird. Dieses Thema, das wir die letzten 2 Jahre hatten und der Lösung dafür und die Konsequenzen. Kannst du selber mal einlesen. Ich gehe davon aus, dass du weißt, was ich meine. Das heißt, wir haben hier massivste Haftungsthemen, die immer im Endeffekt rühren müssen in der Enteignung von den Menschen. Die Enteignung der Menschen findet im Grunde über 2 Dinge statt. Entweder, hier haben wir schon eine Lösung, entweder über die Inflation, das ist die schleichende, die gemeine Enteignung, oder die direkte Enteignung. Hier zählt zum Beispiel auch gewisse Steuern dazu, die Gasumlage oder Lastenausgleichsgesetz und so weiter. Du wirst feststellen, dass die Enteignungen, die jetzt in den nächsten Monaten und Jahren kommen, die werden sich immer sehr, sehr attraktiv anhören, sehr, sehr sozialverträglich. Eine Gasumlage. Eine Gasumlage ist nichts anderes wie eine Enteignung. Ja? Ein Enteignungsinstrument, um quasi, wenn wir hier sagen, wir haben hier einen Mittelstand, um dem Mittelstand hier quasi die Substanz auch noch zu rauben. Jetzt brauchen wir noch Lösungen dafür. Ja, viele denken ans Auswandern. Und Auswandern ist sicherlich, wenn man es kann, eine Option, die man durchaus in Betracht ziehen sollte. Weil das, was kommt, wird nicht besser. Wobei ich persönlich davon ausgehe, dass 2030 spätestens wir wieder eine normale Situation haben werden. Das ist meine persönliche Sicht der Dinge. Grundsätzlich, natürlich vor den Begleiterscheinungen, dass man sich darauf vorbereitet. Also Blackout-Vorbereitung und so weiter. Ich nenne es jetzt einfach Blackout. Ihr wisst, was dazu gehört. Also Nahrungsmittel und so weiter. Jetzt
Und darum geht es in unserem Kanal ja, wie schütze ich den Vermögenswert? Optimalerweise die Inflation haben wir das 9+Ultra Gold. Gold sowohl zu Hause als auch im außereuropäischen Ausland, zum Beispiel der Schweiz. Ja, CH, Confederatio, Rizia. Und natürlich wäre hier auch zu überlegen, dass man sich über ein paar Dinge Gedanken macht, wie du auch in einem unserer Kurse siehst, wie ich denn Vermögenswerte mit einem Vermögenszaun schützen kann. Das heißt, vielleicht ist die natürliche Person, also du mit deinem Personalausweis, nicht die beste Person, die Eigentum oder Vermögen besitzt, sondern möglicherweise eine juristische Person. Das heißt, bereits ab, ich sage jetzt mal, 50 bis 100.000 kann es Sinn machen, also Euro, kann es Sinn machen, Vermögenswerte in einen Vermögenszaun zu tun. Ein Vermögenszaun ist zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft, keine GmbH, kein Schweizer Verein, sondern das muss man dann dezidiert anschauen, um hier quasi Vermögenswerte, Immobilien, Aktien, Edelmetalle hier reinzutun, um sich dadurch zu schützen, dadurch einfach aus den Fängen der BRD oder der Europäischen Union zu bringen. Nochmal ganz kurz, ganz wichtig ist aktuell wirklich, bevor man jetzt hier große Gedanken und Konstruktionen lostritt. Das erste ist unbedingt toxische Anlagen. Die muss man streichen. Das heißt, wenn du noch Lebensversicherung, wenn du noch Riester-Rente oder sonstige Sachen hast, ist es jetzt Zeit, im ersten Schritt das loszuwerden. Wenn du große Vermögensbestände bei der Bank hast, schau, dass du dann diese umlagerst, beispielsweise in Gold, Silber, Platin, Palladium oder in andere Dinge. Aber das Geld muss runter von der Bank. Die Banken sind instabil und du hast das Geld auf der Bank gehört nicht dir. Das musst du immer wieder klar sein. Das Geld auf der Bank gehört der Bank. Das Bankkonto von dir gehört nicht dir, sondern der Bank. Es wird dir zur Verfügung gestellt. Dementsprechend müssen wir dieses Drittparteienrisiko, das wirklich da ist, ausschließen und das Geld von der Bank nehmen. Also auch das Geld von Bank. So, im nächsten Schritt weißt du vielleicht schon, in was du es investieren willst. Wenn du das nicht weißt, wenn du Fragen hast, wie du zum Beispiel auch Gold, Silber, Platinum, Palladium in zum Beispiel der Schweiz kaufen kannst, dann melde dich bei uns zum kostenlosen Beratungsgespräch und wir helfen dir einerseits Gold und Silber zum Beispiel in der Schweiz zu kaufen. Wir helfen dir auch, Kontakte herzustellen mit Menschen, die dir helfen können, so einen Vermögenszaun, um dein Vermögen zu bauen. Und dann freue ich mich auf deine Kommentare. Wenn du Fragen hast, dann melde dich bei uns.